Hallo liebe Leute, willkommen bei Glomod und zu einer weiteren Folge zu Dark Souls 2. Ja, ich habe euch die letzten Tage ein bisschen in der Luft hängen lassen. Ich muss aber auch sagen, Leute, es ist so. Ich kann es nicht ändern. Ich bin ein berufstätiger Mann. Ich habe wenig Zeit zum Zocken, wirklich durchgängig auch mal was zu machen. Deswegen, Golem Bayreuth hat es ja schon treffend, sag ich mal, angemerkt in den Kommentaren. Ich bin keiner, der wirklich ultra regelmäßig abliefern kann. Es ist so, akzeptiert's oder tut's nicht, wie auch immer. Ich freue mich natürlich, wenn ihr trotzdem dabei seid und dabei bleibt. Ja, ich bin mir auch sicher, natürlich, dass die Kommentare alle locker flockig zu verstehen sind. Ja, trotzdem möchte ich kurz drauf eingehen, wie gesagt. Glomod hat ein Leben noch da draußen. Ja, ich liebe das Gaming. Mir macht das Let's Play natürlich auch sehr viel Spaß, weil man einfach mal das Spiel aus einem ganz anderen Blickwinkel nochmal mitkriegt. Das verändert sich für einen persönlich auch, weil es macht einfach einen Unterschied, nochmal Sachen, sage ich mal, genauer sich anzugucken, konkret auf Dinge einzugehen. Das ist einfach ein anderes Spielerlebnis, deswegen mache ich das auch so gerne. Aber ich kann nicht täglich abliefern. Ich kann versuchen, wöchentlich was zu machen. Das gelingt mir auch in aller Regel. Aber täglich, tut mir leid, geht nicht. Das heißt, macht euch am besten einen zweiten Charakter. Zockt mit dem einfach eine Runde. Und wenn ihr hier mit mir das hier verfolgen wollt, habt ihr ja immer noch den Spezialcharakter, sag ich mal. Und dann kann man das auch hier machen. So, okay. Heute ist der 1. Mai. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingekommen. Habt schön reingetanzt, ein paar Hefeweizen weggehauen. Ich hatte gestern keine mehr zu Hause zu meinem Schock. Ja. Gut, nicht schlimm, habe ich halt ein paar Pilz getrunken, geht auch. Jetzt nicht zu viel, 2-3 Stück. Und bin dann auch schon als alter Mann dann ins Bett gefallen. Okay, wir wollen fortfahren. So, nicht erschrecken. Patch-Level ist immer noch selber, habt ihr ja gerade gesehen. Stufe 61 ist auch noch alles klar. Ich habe, jetzt nicht böse sein, ein klein wenig vorgespielt. Nämlich, SM Jägerhain gibt es eine sehr schöne Möglichkeit, ein bisschen Seelen zu farmen. Also ich persönlich finde die recht schick, die Sache. Und deswegen habe ich das schon mal so ein bisschen gemacht. Und ich bin mir nicht 100% sicher, wie oft ich das jetzt gemacht habe an der Stelle. Es waren ein paar Versuche. Man weiß ja, es gibt immer noch die Diskussion, ich bin mir immer noch nicht so 100% sicher, spawnen die Gegner 10-mal oder spawnen sie 15-mal. Ihr seht unten rechts, ich habe 47.766 Seelen. Ich glaube, im letzten Video hatte ich 153. Ich habe, ich glaube, 6-7 Mal diese Feature gelegt oder bin diesen Weg gelaufen, um das zu machen. Aber lange Rede, kurzer Sinn, wir machen das jetzt einfach mal zusammen, damit ihr seht, was ich meine, an welcher Stelle man hier gut farmen kann. Also man geht ans zweite Bonfire, läuft hier locker flockig durch die Prärie, beziehungsweise durchs Dickicht. Prärie, ja. Phasert den hier einmal weg. Den hier. Ich muss mal kurz schauen. Ich habe nämlich, also an den Soundoptionen habe ich ein bisschen gedreht. Nur, dass ihr es gleich mal wisst, falls ihr sagt, um Gottes Willen, was hast du da gemacht, Gloomer, das hört sich ja grausam an. Ich bin hier überall eine Stufe höher gegangen und habe den Mikrofon-Output leicht höher geschraubt. Ich möchte es eigentlich nicht mehr machen. Ich habe mir die Tage auch ein paar Gedanken gemacht, wie man die Tonaufnahme verbessern kann. Natürlich könnte ich sie verbessern, wenn ich alles per Audacity oder irgendeinem anderen Tool über einen Audio-Interface halt nochmal separat aufnehme. Da ich ohnehin schon wenig Zeit habe, ich schaffe das dann nicht mehr. Also ich kann nicht noch irgendwie Audiodatei und Videodatei noch irgendwie dann abmischen, zusammenfügen, uploaden. Bei mir macht das alles, geht alles ins Mischpult. Das Mischpult gibt den Audio-Mix an die Game Capture ab. Die Game Capture gibt den Audio-Mix, Audio-Video-Mix, das ist ja ein Audio-Video-Mix, gibt das ab ans Laptop. Die Software, die hat dann alles drin. Ich drücke dann nur noch auf YouTube-Button und gut ist. Ja, ich finde, die Qualität, die ist vollkommen ausreichend für das, was ich mache. Ich hoffe, für euch auch. Und ich hoffe, ich habe mit den Soundoptionen jetzt nicht irgendwie was zerstört, kaputt gemacht oder sonst irgendwas. Okay. Und hoffentlich wird meine Frau niemals mit dem Staubwedel über das Mischpult gehen und einen Regler verstellen. Weil dann ist ja alles kaputt. Ja, da krieg ich die Motten, ja. Okay. Machen wir das Dickerchen da unten. Den können wir auch gerne im Dual-Wild machen, weil der verträgt ja eh nichts. Ah, komm mal her. Na gut, ein bisschen was verträgt er. Jetzt können wir wieder auf unser Casting-Kram umschalten. Nehmen uns hier die Motte hier runter. So. Hier kann man nämlich dann auch schön Giftmoos oder giftiges Moos farmen.
So, jetzt gehen wir hier rüber, über diese Brücke. Hier biegen wir nämlich direkt rechts ab. Da geht es nämlich da oben in ein Spezialgebiet. Da oben wäre noch ein Boss, den wir jetzt zu dem Zeitpunkt noch nicht machen. Aber was man hier machen kann, ist halt die Gegend schön abfahren. Ihr werdet auch gleich sehen, welche Jungs ich meine, und zwar die da. Hier dann auf, am besten auf Blitzsperr gehen. Das ist so geil, ja, ehrlich, ja, weil ich farm die seit einer halben Stunde ohne Probleme. Ich mach die Kamera an und geh drauf. Geil. Das ist doch nicht zu fassen hier. Jetzt bin ich wahrscheinlich auch noch hier so ein, ja, natürlich, ja, ist egal, weil ich habe den Ring momentan nicht an. Stimmt, darauf könnte ich vielleicht nochmal eingehen, ja. Also, hervorragend, dass wir hier gestorben sind. Ja. Und zwar trage ich den silbernen Schlangenring, damit der Output quasi der Seelen, ne? Damit mir das mehr Seelen bringt. Da unten steht's, ne? Gefallene Gegner bringen mehr Seelen. Somit kann man schon mal ein Stück weit das Farm optimieren, wenn es nur rein um die Seelen geht. Und darum geht es mir momentan. Gott, wie dämlich ich da gestorben bin, ja. Okay, wir hauen uns nochmal ans Leuchtfeuer. Weil wenn wir uns ja nicht dran setzen, dann gehen unsere ganzen Zauber nicht wieder hoch. So, okay, also. Macht mich dieser Arsch da platt. Aber diese dicken Viecher, die, oh oh, den gibt es schon nicht mehr. Den gibt es auch schon nicht mehr. Das heißt, hier habe ich schon maximal gefarmt. Das heißt, es sind 10 Leute. Den gibt es auch schon nicht mehr. Okay, jetzt hoffe ich, dass es den Rest noch gibt. Die Motte gibt es auch nicht mehr. So, okay, ich hoffe, der Rest ist noch da. Okay, gut. Also, dann geht man hier lang, da wären hier halt diese zwei Knochenjungs gewesen. So, jetzt schauen wir mal. Doch, der dunkle Vogel ist noch da. Also, diesen Typen da oben, ne? Den wollen wir abfahren. Den da. So, lassen wir ihn ruhig mal kommen, den Knilch. Weil normalerweise staggert er durch das Blitzspeer und es reichen 2 Schuss und dann ist er weg. Von denen gibt es jetzt 5 Stück auf dem Weg. Okay? So, das heißt, wir gehen hier links rein. Ich habe auch keine Items gelootet oder so, sondern wirklich, ich hab nur das gefarmt. Ich bin dann immer hier lang gelaufen, habe das abgefarmt. So, jetzt seht ihr sie da oben auf diesen Podesten sitzen. Nicht zu weit nach vorne, damit sie immer nur einzeln kommen. So, jetzt kann man quasi anfangen zu casten, aufschalten. Das ist immer ein bisschen tricky, weil man verfehlt sie auch mal ganz gerne. Wenn man sie verfehlt, dann einfach ein bisschen hin und her rollen, das geht schon. So, jetzt ziehen wir den nächsten. Also wenn ihr zu weit nach vorne geht, dann lauft ihr Gefahr, den einen oder anderen zu viel zu ziehen. Und das muss nicht sein, weil die Jungs schon, ja, Schaden machen. Habt ihr ja gesehen. So, den hätten wir. So, jetzt ziehen wir den da drüben, weil ganz rechts ist nämlich noch einer. Der kürzt jetzt da so ein bisschen ab über die Prärie. So, also ihr seht, 858 Seelen gibt jeder einzelne. Das ist wirklich mit Blitzspeer hier locker flockig zu machen. So, jetzt haben wir den da oben noch. Jetzt klatschen wir den auch weg. So, und dann ist das hier gemacht. Dann habt ihr diesen Weg bis da nach vorne freigeräumt. Also hier geht es dann über eine Brücke, hier kommt dann kein Gegner mehr. Ihr seid hier quasi jetzt über dem Bonfire. Man hört es ja auch ein bisschen unter uns, ein bisschen brodeln, ne? So, und davor geht es dann halt zu einem Boss. Da findet man auch noch ein gutes Item. Was ich jetzt aber noch gerne euch zeigen würde, das looten wir später, genau, ist, warum jetzt zum Farmen zum Beispiel jetzt Rückkehr so toll ist, ne? Wenn ihr das jetzt gemacht habt, damit ihr nicht jedes Mal einen Heimkehrknochen benutzen müsst, sondern wirklich, das macht ihr jetzt 10 Mal, damit ihr einfach die Gegend hier abfarmt. Ja, und ich würde euch empfehlen, macht es. Also, es ist schnell gemacht, das dauert, sag ich mal, eine halbe Stunde, da habt ihr die durch. Ja, da macht man sich schön Rückkehr rein, geht zum letzten Bonfire zurück, ja, und sozusagen rinse and repeat, würde der Amerikaner jetzt sagen. Ja? Also einfach alles nochmal neu machen. Und ihr sammelt euch schöne Seelen. Ihr seht ja, ich habe mir auch ein paar schöne gesammelt. Da werden wir jetzt so schön upskillen, unseren Damage-Output ein bisschen verbessern. Ne? Man hockt sich kurz hier ran und das war's. So, was wir jetzt natürlich gucken können, ob wir wirklich alles freigeräumt haben, ob wir alles 10 Mal gemacht haben. Da habe ich ja Schwein gehabt, dass ich das letzte Mal nicht übertrieben habe. weil ich habe nicht wirklich mitgezählt, ne, irgendwie. Ne? Und ich habe
hier vielleicht für euch, für die Kommentare, vielleicht gibt es ja irgendwo einen Counter, wo man das nachgucken kann. Ich habe keinen gefunden. Oder ist halt wieder typisch Gloomer, ne? Macht hier ein Walkthrough, hat aber keine Ahnung, wie man sich Sachen anguckt. Ich gehe mal vorsichtshalber auf Blitzspeer, falls der oben doch noch lebt, aber ich sehe da keine Gestalt momentan rumliegen oder rumlaufen. Nö, das müsste alles Platz sein hier. Genau. So, dann hat man auch dieses Gebiet leer gemacht. Das heißt, später, wenn wir oben den Boss machen wollen. Ah, nee, die Jungs da oben, die gibt's noch. Okay, ja, dann fahren wir die einfach nochmal, ne? Dann ziehen wir den hier mal. Weil, wie gesagt, locker, flockig, easy. Ja, das ist einfach ein paar Blitzspeere aus der Hüfte rausgefeuert. Das ist alles locker zu machen hier. Ah, da wollte er mir ein Peitschenhieb geben, ne, der Schlingel. So, nehmen wir den nächsten. Irgendwas, Ach so, mal ein bisschen auf den hier konzentrieren, bevor der zu nah rankommt. Also das ist super geil zu machen mit dem Blitzspeer, ist hervorragend. Ja, überhaupt kein Problem. Hier können wir schon mal anfangen zu casten. Jetzt den hier einfach eine reindrücken. So, wie gesagt, Blitzspeer. Rückkehr, Blitzspeer. Ja, mit Blitzspeer haben wir das bis jetzt gemacht. Ja, ist richtig. Ja. Und einfach eine Runde zurück. Und dann wiederholt man einfach diesen Prozess und kann sich so wirklich in kurzer Zeit ein paar schöne Seelen ansammeln und kann sich ein bisschen besser vorbereiten auf die Gebiete oder zumindest auch auf dieses Gebiet. Wobei das jetzt nicht der super Kracher ist, ja, wenn man hier so reinkommt wie wir. Man hat es ja gesehen, also sterben hier für einen Gloomer, das ist ja, also, das macht er ja sozusagen gar nicht. Ja. Solle. Mal durchrennen. Ich habe irgendwie so ein bisschen kratzigen Hals. Ich meine jetzt nicht damit, dass ich jetzt einen Kaffee brauche, ja, sondern irgendwie so ein bisschen erkältungstechnisch habe ich das Gefühl, dass sich da was anbahnt. Ja. Was Böses. So, jetzt gucken wir mal, ob wir das hier endlich mal aufgeräumt haben. Dann können wir nämlich mal hier durchlaufen und können einfach mal in der Story mal weitermachen. Beziehungsweise ich würde da natürlich schon einmal... Ja, da, weg sind sie, die Jungs. Zumindest hier vorne alles und der auch. Ja, ist erledigt in dem Sinne. Das heißt, wir laufen jetzt mal durch und gehen mal klassisch drauf. Weil da hinten wartet ein rotes Phantom auf mich. Und ich werde den mal versuchen zu blocken. So, wenn ich sage versuchen, ne, dann meine ich das auch so. Ja. Ihr wisst, was ich meine, ne? So, Hölle der Untoten. Also da ist das rote Phantom. Da oben gibt es noch ein schönes Item. Ihr wisst Bescheid. Jedes Mal, wenn ich darüber springen will, gehe ich drauf. Das heißt, wir werden erstmal uns um das rote Phantom kümmern. Ich werde mich erstmal eine Runde blamieren, so wie immer. Wie gesagt, ich werde ihn versuchen zu blocken, damit ich ihm mal ordentlich Schaden reinknallen kann. Wir gucken, ob es klappt. Oh, komm mal her, du Knilch. Ja. Ja, der macht immer jetzt hier... Komm her, mach mal einen ordentlichen Angriff. Blöd Mann. Na? Ach, hör doch auf jetzt. Alter Schweizer. Ja, den hätte ich blocken müssen, genau. Ja, ich würde ja gerne mal was saufen, aber... Aber das ist ja nicht so einfach bei dem. Och, nee, den kann man wohl nicht blocken. Komm mal her jetzt. Mach nochmal einen Schlag, komm. Alter. Nein, nein, nicht trinken. Nein! Ich wollte nichts trinken. Mann. Ach, Gloomhard hier. Erst nimmst du tagelang nicht auf und dann bietest du so eine Scheiße, ja. Da gehen doch die Daumen wieder alle direkt nach unten, ja. Ach, ich Depp. Was habe ich da oben liegen lassen? Ich habe meinen Ring nicht angehabt. Egal, Menschlichkeit ist ja genug da. Was ich jetzt aber machen werde, ist trotzdem mich wieder so anziehen, wie ich es normalerweise gewohnt bin. Genau so. So, und dann
holen wir uns jetzt einfach mal auf dem Weg ganz locker die Items. Hier links müsste noch eins liegen. Also wie gesagt, ich hab wirklich nichts eingesammelt, während ich gefarmt habe. Das ist ganz tief fest versprochen. Ich habe einfach nur das Farmen, sage ich mal, ein bisschen ausprobiert, inwiefern das hier geht. Das hat gut geklappt. Und deswegen habe ich mir gesagt, hey gut, dann machen wir das jetzt auch. Ja. So, schade, dass ich jetzt meine Seelen da drüben habe liegen lassen, weil natürlich hätte ich sie jetzt mal sinnvoll in Majula investieren können. Aber es ist ja immer noch nicht zu spät, dahinter zu laufen, alles einzusammeln, wegzuporten und erstmal nach Majula sich erstmal ein bisschen zu pimpen und dann das rote Phantom dann vielleicht doch mit Blitzsperren wegzuknallen. Ja. Man muss es sich ja nicht schwer machen, das Leben. Ah ja, stimmt, da steht ja noch einer. Nur das ist ja so ein Mini-Knilch. Den können wir auch mit einer normalen Keule. So, wer es mag, hier gibt es eine schöne Peitsche. Sogar mit Stacheln. Oh. Das sind Schmerzen, ja. Ich hab gerade Bilder im Kopf. Entschuldigt bitte. Weiter geht's, Glumart. Ja. Aufs Spiel konzentrieren. Jo, okay. Vorsicht hier immer, ne? Hier geht es immer schön runter, kann man immer schön runterklatschen. Ja, für Onkel Gloomhout oft kein Problem. Mal gucken, wo sind denn meine Seelen? Die liegen jetzt da natürlich links rum. Wie weit kommt mir der Knilch eigentlich hinterhergelaufen? So, kann man mal gucken. Erstmal weg. Schön aufpassen, wo das Loch ist. Da. Vielleicht fällt er ja auch runter, ne? Wo ist er denn? Ja, weiter folgen will er nicht. Okay, gut. Wenn er nicht weiter will. Ach, wisst ihr was? Wir können den ja hier, hier mit dem Super-Imba-Trick machen von der Henriette. Die hat ja immer die schärfsten Ideen. Ja, und zwar können wir hier schön durchgucken. Und wenn wir das so zentrieren, da können wir das praktisch als Bogen benutzen. Naja, lieber mal nicht, Herr Gloomhout. Fällt er nicht einfach hier runter? Ist doch ein Arsch, oder? Das ist doch ein Arsch. Katz-und-Maus-Spiel hier macht er mit mir. Ach, wir machen den Herbert-Style. Wir machen Turtle-Blitz. Turtle-Blitz. Ja? So machen wir das jetzt. Richtig? Richtig. Ja, also Turteln. So, und Blitz. Ja, der weicht ja aus, da drehe ich ja durch. Ja. Aber dem weichst du nicht aus. Hm? Ah, das Casten dauert immer so lang. Der Casten dauert immer so lang. Bleib jetzt mal stehen, du Hornochse. Ui! Ui! Ja, hol du schön aus. Da kann ich casten. Ne? Ein bisschen dämlich ist der ja schon, ne? Also, oder? Findet ihr nicht? Hätte man gleich so machen können, ne? Dass die Viecher nichts droppen jedes Mal, wenn ich sie lege, ja? Könnte ich immer platzen. So, also, normalerweise kann man hier locker flockig den Jumper machen. Ja! Ich kotz ab, ja? Ja, es ist. Ich trinke mal einen Schluck Kaffee. Vielleicht macht mich das wach. Ja. Mann, oh Mann, oh Mann hier. Egal. Da wird der Herbert schön was zu lachen haben. Ne? Der Herbert, der lacht schon immer kaputt, ne? Der spielt ja immer noch mit dem Heideschwert. Der ist im Endgame. Das ist total geil. Der glaubt immer noch, das ist das ultimative Ding. Wenn man dem mal sagt, hier nimm doch mal einen Claymore mit Blitzdurchdringung oder hol dir doch das Defender Greatsword oder sowas, ne? Sagt er, ne. Da guckt er dann immer in sein Dark Souls Buch und dann sagt er, das hat maximal nur 15 Schaden mehr. Vergiss dabei aber anscheinend das Scaling und alles, was damit zusammenhängt. Da wird quasi alles vergessen. Oh, wo bin ich denn hingelaufen?
Ja. Okay, wir wollen jetzt mal den Jäger ein. Ich meine, ich nehme jetzt seit 20 Minuten auf und habe noch Scheißdreck aufgenommen. Ja, das geht gar nicht. Ja. Also jetzt machen wir mal ein bisschen professionell das Ganze hier hochziehen. Das heißt, damit wir mal darüber hüpfen können, ziehen wir uns jetzt einfach mal die Klamotten hier aus. Dann sind wir ein bisschen agiler. Ja. Sprung habe ich hier drauf, okay. Und spurten da jetzt mal hin und holen uns das Item und dann porten wir einmal zurück. Der Ring ist kaputt, das ist natürlich schade. Hätte ich vielleicht vorher reparieren sollen, weil wenn ich jetzt fehle, dann wird es natürlich eine saudämliche Sache. So. Puh, ich glaube, das war knapp, oder? Feuersamen und Knochenstaub, gar nicht mal verkehrt. So, einmal Rückkehr. Und jetzt gehen wir erstmal nach Majula und pimpen uns ab. Den Boss hier drinnen, den machen wir noch nicht. Den machen wir später, weil da hinten dran ein platinrelevanter Eid ist, der auf uns noch wartet und wir haben noch kein Item, um mit ihm zu quatschen. Ich bin auch der Meinung, dass man für den Boss momentan noch so ein bisschen zu schwach ist. Man muss sich das Leben nicht unnötig schwer machen. Wir wollen ja auch ein bisschen gucken, dass wir jetzt ein bisschen zielorientiert nach vorne kommen. So, wir müssen nach wie vor nach Majula gehen und unsere Sachen reparieren. MacDuff hat ja leider noch nicht die Flamme von uns gekriegt, mit der wir mit ihm konkret sprechen können. Sobald das der Fall ist, habe ich euch ja schon erzählt, ne? Auf jeden Fall immer zu ihm gehen und reparieren, weil man muss da etliche Seelen lassen, bis man auch diese Trophäe da kriegt. Deswegen, okay, wir gehen jetzt erstmal hier. So, nein, ich will reparieren. So, den hier. So, jetzt gucken wir, ob wir ein bisschen was verstärken können, ob sich irgendwas lohnen würde. Naja, gut, den können wir auf plus 4 bringen mit einer großen Titanitscherbe. Der Rest ist ja eigentlich oben. Die Keulen ja eigentlich auch. Das heißt, wir pimpen das hier durchaus mal hoch. Weil, wie gesagt, das ist schon... Also nicht nur unsere Backup-Waffe, sondern mit der werden wir auch noch viel Spaß haben. Diese großen Sachen, die sind schon sehr, sehr witzig. So. Da ich nicht mehr im Kopf habe, ne, okay, das haben wir nicht mehr so. Jetzt werden wir eine Runde aufsteigen. Jetzt werden wir uns ein bisschen natürlich die Sachen hier pimpen. Ich denke mal, das bleibt noch. Jetzt gucken wir mal, wie weit wir Wille kriegen. Ja, bis 30, ne? Das hatte ich eigentlich auch vorgehabt mit dieser Aktion. Deswegen, also mit dieser Farmaktion. Deswegen ist das ganz gut gelaufen, würde ich sagen. Schön mit diesem Wille-Wert da rumzulaufen, das ist eine schicke Sache. So, wir können uns auch wieder natürlich bekleiden. Ich sag's euch gleich, höchstwahrscheinlich werde ich diese Rüstung bis zum Schluss tragen, weil ich finde, sie passt zu meinem Style. Sie hat annehmbare Werte, wobei, wie gesagt, ich bleibe bei meiner Meinung, es ist vollkommen egal, später mal, was ihr an Rüstung anhabt. Also versucht eher agil zu bleiben, locker flockig aus der Hüfte agieren zu können. Das ist wesentlich wichtiger, guten Schaden zu machen, als unheimlich viel in Stamina oder in Health, also in TP, also in das Leben zu investieren. Wichtiger, ihr pusht eure Werte, mit denen ihr Schaden machen wollt. Es ist völlig egal dabei, ob ihr eher auf Geschicklichkeit steht, auf Stärke oder mehr auf Wille steht oder mehr auf Intelligenz oder auf eine Mischung, auf einen Hybriden. Versucht eher da, die Sachen schneller nach oben zu pushen, weil je schneller ihr den Gegner tötet, umso besser. Ne, Herbert? Nicht wie du mit dem Heideschwert, 18 Mal draufschlage. Ja, schneller töten. Das ist das A und O. Okay, ab geht er. So, wir können verbrennen. Einen edlen Knochenstaub. Und deswegen machen wir das auch mal direkt. Ach, da haben wir fast die Mutti mit weggebrannt an der Ecke. Ja. Der steht der Kittel jetzt in Flammen. Wir haben ein Asketenleuchtfeuer. Das, wie gesagt, da kommen wir auch mal später irgendwann mal dazu. Ja, grundsätzlich kann es im Jägerhain soweit eigentlich weitergehen. Aber ich würde jetzt sagen, es war eine peinliche, oder die Folge war peinlich genug bis hierher. Deswegen, ich reise schon mal mit euch dahin. Ups. Jägerhain, Sünderhügel, also manchmal weiß ich gar nicht, wo ich gerade bin. Da! Als zweite Bonfire. Und da würde ich sagen, dann machen wir hier einen kurzen Cut. Ich kann ja schon mal gucken, ob mein Laptop, das übrigens umgebaut ist, ne? Ich habe das
exklusiv nur für euch. Ja. Nee, Quatsch, natürlich auch für mich. Habe ich jetzt schön RAM reingepumpt. Ich habe das Ding von innen sauber gemacht. Ich habe das mal schön offen gehabt. Habe eine schöne SSD-Platte eingebaut. Das ist der helle Wahnsinn. Also der Lüfter ist auch leise jetzt. Also es hat wohl auch die Platte sehr viel Abwärme geschaffen. Aber ach, laberababa. Es ist ja auch egal. Ja, so. Das heißt, wir machen jetzt ein Päuschen. Und wenn ich diesmal sage, wir sehen uns gleich, dann meine ich das ernst. Das heißt, nicht nur diese Folge geht heute hoch, sondern es kommt mindestens noch eine zweite. Bis gleich. Bye bye. Ich verneige mich. Euer Glumot. Macht's gut.